1860, ein Verein mit großer Tradition, ein Verein, der seinesgleichen sucht. 26.000 erlaubt der DFB, aber ein paar dürften es wohl mehr gewesen sein. Die Ränge platzen aus den Nähten. Ein einziger Punkt, der würde schon reichen. Ein Unentschieden, ein 0:0. Stellt alle 90 Minuten lang hinten rein, irgendwie das Ding über die Runden bringen. Flach spielen, hoch gewinnen und so weiter und so weiter. 30.000 im Stadion, Millionen vom Fernsehschirm bei der Live-Übertragung. Jeder ist jetzt Trainer, jeder weiß es besser. Kassel spielt zur gleichen Zeit in Pforzheim. Löwengeschäftsführer Peter Deffner wird während dieser Partie zum Dauerläufer. Runter von der Tribüne, Anruf in Pforzheim, rauf auf die Tribüne und zurück. Wohl selten haben 30.000 Menschen auf so engem Raum am Spielbeginn so gezittert. Aber dann die 13. Minute. Der Hamperer Stefan Hamberger, da ist Bernhard Schmidt und der Horste. Horste, wunderbar. Unbestätigten Gerüchten zufolge erhält Carsten Wettberg übrigens einen Millionenwerbevertrag der Firma Regenschirm. Spaß beiseite, das große Ziel ist jetzt zum Greifen nahe. Nur noch 76 Minuten. Aber keine Angst, der Löwe marschiert weiter. Kaum zu glauben, das Ding will einfach nicht rein. Vielleicht gerade deswegen in der Pause Anrufung der Fußballgötter. Chinesische Drachen in der Höhle des Löwen. Halbzeit auch in Pforzheim, Kassel führt 2:0. Gähnendes Entsetzen. Wenn wir verlieren, dann fallen denen nur noch zwei Dirn. Gespenstisch, weißblaue Fans in strömenden Regen mit der nackten Angst im Gesicht. Aber die Spieler lassen nicht locker. Das 2:0, es muss her. Und dann können die da drüben sprühen, wie es nur wollen. Noch 20, noch 10, noch 6 Minuten. Immer noch 1:0. Endlich, es scheppert in der Kiste. Horst Schmidbauer wird gelegt. Elfmeter. Ohne Übertreibung. Der wohl wichtigste Elfmeter im Leben von Roland Kneißl. Bilder, die nicht kommentiert werden müssen. Zwei zu null, 9 Jahre. 108 Monate, 3245 lange Bayernligatage. Die Verbannung ist beendet. Die Münchner Löwen, die 60er, sie sind wieder da. Und zwar da, wo sie hingehören, in den bezahlten Fußball. Die Zuschauer haben in dieser Sekunde alles Mögliche zu tun, nur nicht sich um das 2:1 zu kümmern. Die Polizei versucht vergeblich, die Massen aufzuhalten, aber die Lawine ist schon längst los. Am Schlusspfiff ein einziger Taumel in Weiß und Blau.